So, hallo, alles in Ordnung, ja, funktioniert, sollte funktionieren. An dem Punkt waren wir beim letzten Mal stehen geblieben, nämlich der Unterschied zwischen deterministischem und stochastischem Scheduling. Scheduling nochmal zur Erinnerung: Wir haben irgendwelche Abläufe zu planen, zum Beispiel ein in sich geschlossenes Projekt oder die nicht wirklich in sich geschlossenen Abläufe in einer Fabrik etwa oder auf einer oder auch ganz anders auf einem Rechnersystem, wo die einzelnen Prozesse, die zu bearbeiten sind, eben irgendwelche Softwareabarbeitungen, Prozesse sind, egal was. Und deterministisch heißt, wir wissen für jeden Job genau vorher, wie lange er dauern wird, was natürlich nicht immer so ganz realistisch ist. Stochastisch heißt, für einen Job wissen wir, innerhalb dieses Projektes wissen wir immer nur eine aus Erfahrungswerten eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, beispielsweise, dass ein Job etwa im Bauvorhaben mit Wahrscheinlichkeit 60% 3 Tage braucht, mit Wahrscheinlichkeit 30% 4 Tage, mit Wahrscheinlichkeit 10% 5 Tage, ergibt sich aufsummiert die Wahrscheinlichkeit natürlich 1. Wie immer, wir haben festgestellt, zunächst einmal, die einfache Idee, die in der Praxis sehr häufig angewandt wird, dass wir die Wahrscheinlichkeitsverteilungen ersetzen durch die Erwartungswerte dieser Wahrscheinlichkeitsverteilungen und dann damit deterministisch rechnen, so als ob der Erwartungswert die echte deterministische Dauer wäre, dass das nicht als Ergebnis dahin führt, dass wir den Erwartungswert der Projektdauer herausbekommen, sondern eine systematische Unterschätzung davon. Die Projektdauer aus den Erwartungswerten ist nicht der Erwartungswert aus den stochastischen Projektdauern, Dauern der einzelnen Jobs. Und hier haben wir, das war ganz zum Schluss, ein Beispiel gesehen, wie krass der Unterschied sein kann. Und das schon bei einem sehr einfachen Job, bei sehr einfachem Projekt, bestehend aus einer gewissen variablen Anzahl n von Jobs, die alle gleich aussehen, nämlich mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel, dauern sie jeweils 1, 2 oder 3 Tage, stochastisch unabhängig voneinander. Das heißt also, ob ein Job 1, 2 oder 3 Tage dauert, da gibt es keine Abhängigkeit davon, ob ein anderer Job 1, 2 oder 3 Tage dauert. Ja, das ist wie beim Würfeln, wenn Sie mit zwei Würfeln würfeln und jetzt nicht anfangen zu tricksen, sondern wirklich frei aus dem Handgelenk die Würfel werfen, dann sind die beiden Augenzahlen, die Sie da rausbekommen, stochastisch unabhängig voneinander, weil die Würfel sich nicht gegenseitig beeinflussen. Und es gibt auch keine Reihenfolgebeziehungen, und es gibt auch keine Ressourcenbeschränkungen in diesem einfachen Beispiel, sodass alle Jobs zum Zeitpunkt 0, zum Projektbeginn starten können. Und was kommt jetzt heraus? Wenn alle beim Zeitpunkt 0 starten und der Erwartungswert von allen ist 2, ja genau der Mittelwert, weil ja alle drei Fälle, ein Tag, 2 Tage und 3 Tage mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten können, dann ist 2 der Mittelwert, der Erwartungswert. Aber wie wir hier gesehen haben und was man auch argumentieren kann, ohne es rechnen zu müssen, nämlich wenn n gegen unendlich geht, und zwar sogar, wie Sie hier sehen, ziemlich schnell, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Jobs Dauer 3 hat, ganz schnell gegen 1 gehen. Also, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine, naja, 10, 20, 30, sagen wir mal 30 Jobs von dieser selben Art. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass keiner einziger dieser Jobs Dauer 3 hat, dass alle nur Dauer 1 oder 2 haben, ist 2 Drittel hoch 30. Hoch 30, wir können multiplizieren die einzelnen Wahrscheinlichkeiten der Jobs, weil sie stochastisch unabhängig sind. Und 2 Drittel hoch 30, das ist nahezu 0. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Job Dauer 3 hat, ist nahezu 1 und damit ist der Erwartungswert für die Projektdauer sehr nah bei 3. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Also, sogar für sehr einfache Beispiele ist der Unterschied zwischen dem, was man
auf diese Art berechnet und dem, was man eigentlich berechnen will, schon, naja, signifikant ist ein gepflegtes Understatement, also 50% Überschätzung, nee, wie muss man es rechnen? Ein Drittel Unterschätzung oder umgekehrt, der wahre Erwartungswert der Projektdauer ist 50% mehr als der berechnete. Das ist schon sicherlich mehr als nur signifikant. Und diese Beispiele sind zwar erstmal künstlich konstruiert, aber offensichtlich nicht irgendwie pathologisch konstruiert, nicht irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge konstruiert, sondern schon halbwegs realitätsnah, sodass man sagen kann, das ist ein praktisches Problem, das ist nicht nur ein akademisches Problem, tritt in der Praxis auf. So, also wir können nicht so ohne weiteres deterministische Dauern durch, nein, Entschuldigung, stochastische Dauern durch deterministische Dauern ersetzen, sodass wir also nicht einfach die, also ganz konkret, dass wir nicht einfach die stochastischen Dauern durch ihre Erwartungswerte ersetzen können. Mit deterministischen Dauern, wo wir einen festen Wert haben anstelle der Wahrscheinlichkeitsverteilung, kann man natürlich relativ einfach mathematisch umgehen. Bei stochastischen Dauern haben wir eine Problemstellung, die wirklich schwer ist, in einem Sinne, der sehr ähnlich ist zum Thema NP-schwer, mit dem wir es ja schon öfters mal hier zu tun hatten. NP-vollständig ist definiert für Entscheidungsprobleme. Wir haben hier kein Entscheidungsproblem, sondern wir haben hier eine Art von Zählungsproblem. Ja, wenn Sie Wahrscheinlichkeiten berechnen wollen, Erwartungswerte berechnen wollen, dann zählen Sie. Sie zählen. Eine Wahrscheinlichkeit ist ja ein Quotient aus zwei Anzahlen. Anzahl der möglichen Fälle, die gut sind, geteilt durch Anzahl aller Fälle. Das heißt, Sie haben eine Art von Abzählungsproblem und für diese Art von Problem gibt es eine ähnliche Theorie wie für Entscheidungsprobleme, aufbauend an der Theorie für Entscheidungsprobleme und führt zu ähnlichen harten Konsequenzen, dass wir nicht gleichzeitig Akkuratheit des Ergebnisses und irgendwie akzeptable Effizienz, akzeptable Laufzeit bekommen können für irgendeinen Algorithmus, den man sich ausdenkt, auf unseren heutigen Maschinenmodellen, also Quantencomputer und ähnliches mal außen vor gelassen, die ja noch Zukunftsmusik sind und vielleicht immer Zukunftsmusik bleiben werden, weiß man nicht. NP vollständig, diese Problematik hatte ich hier schon mehrfach angesprochen. Nochmal zur Erinnerung, es gibt in der Videothek Algorithmik auch ein Video von mir zu diesem Thema in der Playlist für Algorithmen Datenstrukturen, glaube ich. Weiß nicht genau, wie die Playlist da heißt. Also nicht die Vorlesungsaufzeichnung Algorithmen Datenstrukturen, sondern die Playlist mit den Videos zu den Themen der Algorithmen Datenstrukturen. Ist aber leicht zu finden in der Übersicht über alle Playlists. Wenn Sie da nochmal das sich vor Augen führen wollen, was das mit dem NP vollständig alles auf sich hat, ist aber kein Stoff der algorithmischen Modellierung und dementsprechend natürlich auch nicht prüfungsrelevant für die algorithmische Modellierung. So, jetzt geht's aber weiter. Ich hab das jetzt einfach so vom Erwartungswert gesprochen. Aber will man denn nun wirklich den Erwartungswert? Ist das wirklich der Erwartungswert? Wenn Sie Entscheider sind, wenn Sie zum Beispiel entscheiden sollen, ob ein Projekt realisiert wird oder nicht, abhängig davon, was die zu erwartende Projektdauer ist, ja, das Limit, was Sie haben wollen, einzuhalten ist oder nicht, also der Termin, an dem das Projekt beendet sein soll, oder auch genauso gut, wenn Sie ein Budget einhalten wollen. Und nicht eine Dauer. Ist der Erwartungswert eine Größe, die sinnvoll ist hier an dieser Stelle? Es ist häufig so, dass der Erwartungswert als Kenngröße Entscheidern untergejubelt werden kann. Was sicherlich noch etwas damit zu tun hat, dass Erwartungswert, Expected Value,
ein suggestiver Name ist, ja, der Wert, Erwartungswert, der Wert, den man erwarten kann. Das ist aber nicht der Fall. Der Erwartungswert ist eine Kunstgröße, eine mathematische Größe, die nicht unbedingt das besagt, was sie, was man eben erwarten würde, wenn man das Wort Erwartungswert hört und sich nicht klar macht, was dahinter eigentlich ist, dass es einfach nur das gewichtete arithmetische Mittel ist. Das kann man zum Beispiel erkennen an solchen Anomalien, ja. Wenn sie alt genug geworden sind, dann gibt es bestimmte Altersjahrgänge, wo plötzlich von einem Jahr aufs nächste ihre Lebenserwartung, ihr Durchschnitt, ihr Erwartungswert für das weitere Leben steigt. Ja, sie sind so und so viel alt geworden, also wenn sie da irgendwo in den 80ern oder noch weiter sind, und von einem Jahr aufs nächste steigt ihre Lebenserwartung, ihre statistische Lebenserwartung. Also Sie sehen an solchen Anomalien, dass solche Anomalien sind immer ein guter Gradmesser, um zu erkennen, das ist eine künstliche Größe, die nicht unbedingt dem entspricht, was man sich darunter vorstellen würde, denn Lebenserwartung im Sinne von noch zu erwartende Lebenszeit, genau in diesem Sinne von Erwartungswert, ist eigentlich etwas, wo man nicht denken würde, das steigt von einem Jahr zum anderen. Woran liegt das, dass es steigt? Es liegt daran, dass man viele Todesfälle hinter sich gelassen hat. Ja, am einfachsten ist das sichtbar, wenn ein Großteil der Menschen stirbt in den ersten Monaten oder Jahren noch, also von denen, die vorzeitig sterben, und wenn sie diese Zeit überstanden haben, und alle, die hier im Raum sind, haben das über diese Zeit überstanden, dann ist ihre Restlebenserwartung entsprechend, wenn sie nicht gerade Motorrad fahren oder Kettenraucher sind oder was weiß ich oder beides, dann ist ihre Restlebenserwartung dementsprechend höher, weil gegenüber einem Neugeborenen, weil sie diese Todeswahrscheinlichkeit schon hinter sich gelassen haben. Ja, also der Erwartungswert ist problematisch. Was sie eigentlich eher interessieren sollte als Entscheider, ist, womit sie sicherlich dann viele Leute, die Angebote machen, in Schwitzen bringen, sind die Quantile, die hohen Quantile, dass sie sagen, ist ja schön und gut mit dem Erwartungswert, aber wie lange wird das Projekt dauern mit 90%iger Wahrscheinlichkeit oder mit 95%iger Wahrscheinlichkeit oder wenigstens mit 80%iger Wahrscheinlichkeit? Das ist doch, werden Sie mir zustimmen, nachdem man das mal gesehen hat, einander gegenübergestellt, das ist doch die sehr viel sinnvollere Frage, die man sich stellen sollte oder die man dem Anbieter stellen sollte, demjenigen, der das Projekt gerne durchführen möchte und dafür ihr Geld haben möchte. Wird das Projekt mit welcher, oder andersrum gesehen, wird das Projekt mit der und der, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird das Projekt in dem geplanten Zeitraum fertig? Mit 95%iger Wahrscheinlichkeit oder mit welcher Wahrscheinlichkeit oder auch immer? Ich möchte Ihnen ein anderes Beispiel nennen aus einer ganz anderen Richtung, wo das vielleicht nochmal deutlich wird, was man wissen möchte und was man nicht, also was man eigentlich wissen möchte, wenn man sich es genau überlegt, und das, was einem als Information angeboten wird. Genau, Erwartungswert und Quantile. Es gibt diverse Studien dazu, dass, wenn Sie in Aktien investiert sind, hatte ich das Beispiel schon genannt? Glaube nicht, oder? Gut, dann nenne ich es jetzt. Wenn Sie in Aktien investieren, in der einen oder anderen Form, guckt man sich in der Vergangenheit an, was wäre gewesen, wenn Sie das in dem und jenem Jahr investiert hätten und so lange die Aktien gehalten hätten, und dann kommen da fantastische Ergebnisse dabei heraus mit Erwartungswert für jährlichen Zinsgewinn in der Größenordnung, was ich da gelesen habe, von 8%. Ist ja fantastisch, nicht? Wenn Sie an die aktuelle
Phase denken, wo man befürchten muss, dass man auf Girokonto Negativzinsen demnächst bekommen wird. Das klingt doch 8% sehr gut. Das ist der Erwartungswert. Wenn man sich jetzt den Median ansieht und der wird selten angeschaut, dann habe ich, also Leute haben sich das dann doch angeschaut und die kommen dann, was ich gelesen habe, zu einem Ergebnis in der Größenordnung von höchstens 4% oder so etwas. Median, ja. Das heißt, in 50% aller Fälle ist die jährliche Steigerung nur bis zu 4% hoch. So, und wenn man jetzt vielleicht ein klein wenig auf Sicherheit schaut, ja, ich meine, Median 50-50, da können Sie ja auch in die Bank, in die Spielbank gehen und Roulette spielen. Ja, da haben Sie auch bis auf die Null eine 50-50-Chance. Also Sie wissen, wenn die Null kommt, dann ist, egal ob Sie auf Rot oder Schwarz gesetzt haben, ist Ihr Geld weg, ne? Das ist der Gewinn der Bank dabei. Wenn Sie ein bisschen mehr Sicherheit haben wollen, sagen wir 80%, nicht der Median, nicht das 50% Quantil, sondern 80% Quantil oder 90% Quantil, dann sieht die Sache natürlich noch entsprechend schlecht aus. 4%, das ist schon im Rahmen von relativ sicheren Anlagen wie offene Immobilienfonds. Also auch Anlagen in, nicht Geldanlagen, sondern in Sachwerte, die deutlich konservativer sind. Also Sie sehen den Unterschied, ja. Also lassen Sie sich nicht den Erwartungswert unterjubeln. Ja, der Erwartungswert interessiert Leute in Versicherungsunternehmen, ja. Erwartungswert für Schadensfälle, ja, da rechnen Sie mit Hunderttausenden, mit Millionen Schadensfällen pro Jahr oder irgend so etwas. Und da macht es Sinn zu gucken, was bedeutet das im Mittel. Dann, damit können Sie anfangen, dann rumzurechnen oder Sterbetabellen oder irgendwas. Aber wenn Sie, das ist die Situation, Erwartungswert interessiert in der Situation, wenn Sie viele, viele, viele Fälle gleicher Art haben, worüber Sie mitteln wollen. Aber das haben Sie nicht, wenn Sie einmal sich überlegen, lege ich mein Geld in Aktien an oder lege ich es nicht an. Da haben Sie nur nicht viele Fälle, sondern einen Fall. Ihr eigenes Kapital einmal entschieden. Eine Entscheidung. Gut, ich werde demnächst noch mal eine Moodle-Mail rumschicken. Solche Gedanken, wie ich sie jetzt entwickelt habe, dazu habe ich auch im Rahmen einer anderen Lehrveranstaltung ein ganzes Video entwickelt zu verschiedenen Gedanken dieser Art, die ich Ihnen außerhalb der Prüfungsrelevanz für algorithmische Modellierung dann durchaus ans Herz legen würde. In Ihrem eigenen Interesse, nicht in meinem Interesse. So, was die Quantile sind, sind eigentlich damit, glaube ich, klar. Aber ja, man wird, wenn man mit dem Erwartungswert kommt, dann wird man schon viele Leute überzeugen können, die gar nicht hinterfragen, ob das der Wert ist, den man gerne haben möchte. Also dieses Kapitel, was ich jetzt angesprochen habe, mit dem stochastisch und deterministisch, ist wieder ein Negativbeispiel für Modellierung, nicht? Also ein Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt alles, was einem da so an Modellierung entgegenkommt, einfach so ungeprüft glauben darf. Wir hatten schon ein paar solche Negativbeispiele. Hier ist auch wieder einer, dass man immer auch kritisch sein muss, wie die Leute irgendetwas modellieren und dann entscheiden muss, ob das wirklich die Modellsituation ist mit den Kennzahlen, die da berechnet werden, die mich interessieren. Die mich interessieren sollten, um eine profunde Entscheidung zu treffen. So, jetzt geht es natürlich noch weiter. Also, was Sie hier sehen, sind einfach sozusagen Fragen, die Sie einem Anbieter, der von Ihnen Geld haben will, für eine unsichere Sache, Fragen, die Sie demjenigen stellen sollten, wenn er mit dem Erwartungswert kommt, dass Sie dann sinnvollerweise die Frage nach den Quantilen stellen sollten. Hier noch ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Modellierungsproblem. Wenn mit Wahrscheinlichkeiten herumhantiert wird, mit Zufallsgrößen herumhantiert wird,
dann wird im Normalfall, nicht immer, muss man glücklicherweise zugestehen, aber sehr, sehr häufig, und ich würde sagen, es ist der Normalfall, dass einfach angenommen wird, die einzelnen Zufallsgrößen, die dort vorkommen, sind stochastisch unabhängig. Was heißt das stochastisch unabhängig? Habe ich da ein Beispiel? Ja, hier habe ich ein Beispiel für eine positive Korrelation. Also wir gehen jetzt hier nicht auf die korrekten mathematischen Definitionen ein. Das macht hier an dieser Stelle keinen Sinn. Das haben Sie auch in anderen Lehrveranstaltungen wahrscheinlich gesehen. Was eine Korrelation ist, der Korrelationskoeffizient zweier Zufallsgrößen, haben Sie doch sicherlich mal gesehen. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm für unsere Betrachtung hier. Positive Korrelation ist sicherlich das, was am häufigsten in der Praxis auftritt, nach meinem Empfinden. Das heißt, wenn wir wissen, dass der eine Job länger dauert als ursprünglich gemäß Verteilung gedacht, wir wissen nicht genau vielleicht, wie lange er dauert, aber wir wissen, er wird sich verzögern, dann ist es wahrscheinlicher, dass auch der andere positiv damit korrelierte Job sich verzögern wird. Zum Beispiel, wenn bestimmte Probleme auftreten, die beide Jobs betreffen, zum Beispiel Lieferprobleme oder einfach schlechtes Wetter oder was auch immer, dann wissen Sie, wenn zwei Jobs vom Wetter am Tag X abhängen und Sie wissen, der eine Job dauert länger, dann wissen Sie, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Sie, aus Ihrer Perspektive, dass auch der andere Job länger dauern wird. Also ich weiß nicht, inwieweit das in den entsprechenden Vorlesungen thematisiert wird, aber Wahrscheinlichkeiten und insbesondere bedingte Wahrscheinlichkeiten sind einfach sozusagen Ihr Wissensstand. Was Sie über einen Job, über die Dauer eines Jobs wissen, ist in der Wahrscheinlichkeitsverteilung angegeben. Und wenn Sie eine relevante Information dazu haben, dann haben Sie entsprechend eine bedingte Verteilung, bedingt durch diese relevante Information. Zum Beispiel, dass der eine Job länger dauert. Könnte sein, dass es am Wetter liegt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass auch der andere Job länger dauert, ohne dass wir genau wissen, wie lange er dauern wird. Das ist generell stochastische Abhängigkeit. Wir wissen, dass wenn wir mehr wissen über den einen Job, dann wissen wir auch als nur die Wahrscheinlichkeitsverteilung, dann wissen wir auch ein bisschen mehr über den anderen Job. Und wenn wir nichts mehr über den anderen Job wissen, dann sind sie unabhängig voneinander. Also, Annahme ist typischerweise, dass die Zufallsgrößen unabhängig sind. Warum? Na, weil man damit dann multiplizieren kann. Das ist der einzige Grund. Wenn Sie zwei Ereignisse haben, die unabhängig voneinander sind, können Sie deren Wahrscheinlichkeit multiplizieren. Und damit können Sie bei Zufallsgrößen mit Multiplikation arbeiten. Wenn die beiden Zufallsgrößen abhängig voneinander sind, dürfen Sie nicht multiplizieren. Damit können Sie beliebig große Fehler machen. Und das ist natürlich in der Praxis nicht unbedingt gerechtfertigt, sondern eher, wir finden sehr häufig eine positive Korrelation, wie ich sie hier auf dieser Folie informell dargestellt habe. Das Ganze vielleicht nochmal, um zu demonstrieren, dass das Ganze tatsächlich einen numerischen Effekt hat, dass das nicht einfach nur so ins Blaue hinein ist, vielleicht ein kleines Beispiel, eben um den Effekt von Abhängigkeit versus Unabhängigkeit zu demonstrieren. Wir nehmen uns jetzt ein einfaches Beispiel her, noch als vorher. Wir haben nicht mehr n Jobs mit n gegen unendlich, sondern nur noch zwei Jobs, die ich J1 und J1 nenne. Und jeder von den beiden, sogar noch einfacher eben als das Beispiel vom Anfang, hat nur Dauer 1 oder 2. Und Job 1 ist ganz einfach, hat Dauer 1 oder Dauer 2 jeweils mit Wahrscheinlichkeit 1/2, also gleich verteilt auf seinen beiden möglichen Werten.
Und die Dauer und die Verteilung von Job 2 hängt ab von der Dauer, von der Verteilung, von den Werten bei Job 1. Da kommt jetzt genau die Abhängigkeit ins Spiel, die stochastische Abhängigkeit. Ja, das ist ein Beispiel dafür, wie man überhaupt Abhängigkeiten zwischen zwei Zufallsgrößen formulieren kann. Nämlich so, Sie sehen hier eine Fallunterscheidung, wenn der Job 1 Dauer 1 hat oder wenn der Job 1 Dauer 2 hat, dann haben wir jeweils eine andere bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung für Job 2. Nämlich, wenn Job 1 Dauer 1 hat, oder so formuliert, in 100 Fällen, wo Job 1 Dauer 1 hat, hat Job 2 Dauer 1 davon in 80 Fällen. Das ist das, was hier steht. Aus 100 Fällen mit Dauer von Job 1 gleich 1 sind 80 Fälle derart, dass Job 2 auch Dauer 1 hat. Und genauso hier, aus 100 Fällen, wo Job 1 Dauer 2 hat, sind es 60 Fälle, wo auch Job 2 Dauer 2 hat. Ja, das ist natürlich künstlich alles gebastelt, aber so vom Prinzip her würde das aussehen, wie man eine bedingte Wahrscheinlichkeit, also eine Abhängigkeit asymmetrisch darstellen kann, dass wir erst sagen, beim Job 1 sieht es so und so aus und beim Job 2 sieht es dann in Abhängigkeit von Job 1 so und so aus. Wir gehen wieder davon aus, dass wir keine Einschränkungen haben, keine Reihenfolgebeziehung und haben tatsächlich eine positive Korrelation. Kann man, wenn man die Definition des Korrelationskoeffizienten einsetzt, kann man ausrechnen, ja, das ist tatsächlich eine positive Korrelation. Habe ich nicht gemacht, wie hoch der Korrelationskoeffizient ist, ist hier nicht weiter wichtig. Können Sie, wenn Sie wollen, mal tun. Und mir dann bitte das Ergebnis mitteilen. So, vorab, kennen Sie das Wort im Englischen Caveat? Das kennen wir auch, gibt es auch im Deutschen manchmal, sehr selten. Das ist aus dem Lateinischen und heißt irgendwie so in die Richtung Achtung, man soll sich hüten, Vorsicht, Falle, so in diese Richtung. Also hin und wieder finden Sie das. Auch wie gesagt, im Englischen denke ich nach meinem Gefühl etwas öfter, im Deutschen sehr selten. Man redet auch von einem Kaviat. Hier muss ich jetzt ein Kaviat geben oder so etwas in der Form, in dieser Formulierung. Aber wie gesagt, sehr selten. Und genau darum geht es hier. Achtung, Vorsicht. Das, was ich hier erzähle, ist nicht zu verallgemeinern. Also kommen Sie bitte nicht damit an, gehen Sie bitte nicht zu den Stochastikprofessoren und sagen Sie dann, der Weihe hat das aber so und so gemacht. Da müsste ich dann einen Disclaimer setzen, dass ich das doch nicht so gemacht habe. So, also Sie haben vielleicht noch dunkel von eben von der Folie das Beispiel vor Augen. J1, J2, zwei Jobs. J1 und J2 können jeweils für sich genommen Dauer 1 oder Dauer 2 haben. Das heißt, wir haben zwei Zufallsvariablen, die Dauer von Job 1, die 1 oder 2 sein kann, die Dauer von Job 2, ups, hier, die 1 oder 2 sein kann. Und wie üblich geben wir die Wahrscheinlichkeit an mit dem großen P oder groß P klein r für Probability oder wie auch immer für ein Ereignis und das hier für das Ereignis, dass der Eat-a-Job-Dauer x hat, die Wahrscheinlichkeit geben wir so an, wie üblich. Keine überraschende Notation, sondern etwas, was Sie sicherlich gesehen haben, oder nicht? Klar, also sogar in der Schule, denke ich, hat man solche Ausdrücke gesehen, oder nicht? Kommt Ihnen das dunkel bekannt vor? Okay. Und natürlich kann man dann auch zwei Ereignisse miteinander verknüpfen, so logisch verknüpfen, den Schnitt der beiden Ereignisse, denn Ereignisse sind ja eigentlich zunächst mal Mengen. Und dieses Unzeichen besagt letztendlich, das Ereignis
dass Job 1 Dauer x hat und das Ereignis, dass Job 2 Dauer y hat. Diese beiden Mengen werden miteinander geschnitten, Mengenschnitt. Oder eben logisch ausgedrückt, das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Job 1 Dauer x hat und Job 2 Dauer y hat. Und wie üblich die bedingte Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass Job i Dauer x hat, gegeben, dass Job j Dauer y hat. Ja, das ist das zusätzliche, bedingte Wahrscheinlichkeit ist zusätzliches Wissen. Wenn wir wissen, dass Job j Dauer y hat, dann verändert sich unsere Sicht, dadurch unsere Sicht darauf, was für eine Dauer Job i hat. Und das heißt, wir haben plötzlich eine andere Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Dauer von Job i. Ja? Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist einfach unsere unvollständige Sicht auf diese Größe. Wenn sie vollständig ist, dann ist das Ganze kollabiert die Wahrscheinlichkeitsverteilung zu einem einzelnen skalaren Wert, der dann deterministisch ist. So, also keine neue Notation, sondern altbekannte. So, jetzt können wir das, was ich vorher gesagt habe, hier, wie ich dieses Beispiel eingeführt habe, das können wir nochmal mit diesen entsprechenden Notationen schreiben. Ich hatte gesagt, bei Job 1 ist gleich verteilt auf 1 und 2. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Job 1 Dauer 1 hat oder die Wahrscheinlichkeit, dass Job 1 Dauer 2 hat, ist jeweils 50-50. Wenn Job 1, hier ist die Fallunterscheidung in den bedingten Wahrscheinlichkeiten, der Fall, dass Job 1 Dauer 1 hat, der Fall, dass Job 1 Dauer 2 hat, in diesem Fall sollte Job 2 auch mit 80%iger Wahrscheinlichkeit Dauer 1 haben und in diesem Fall sollte auch Job 2 mit 60%iger Wahrscheinlichkeit Dauer 2 haben. Das ist das, was wir hier hatten, diese 0,8 und diese 0,6 in den beiden Fällen. Und hier ist jeweils noch das komplementäre Ereignis. Wenn in diesem Fall unter dieser Bedingung Job 2 Dauer 1 in 80% aller Fälle hat, dann hat es natürlich in 20% aller Fälle die Dauer 2. Und wenn hier Job 2 unter dieser Bedingung hier in 60% aller Fälle Dauer 2 hat, dann hat Job 2 natürlich in 40% aller Fälle die Dauer 1. Wir können, also bevor wir jetzt zu diesen Formeln gehen, vielleicht noch, womit man sich solche kleinen Sachen immer mal klar machen kann. Was Sie hier sehen, ist die Wahrscheinlichkeit abgetragen zwischen 0 und 1. Die Gesamtwahrscheinlichkeit, die Gesamtmasse 1 ist zerlegt in die verschiedenen einzelnen disjunkten Ereignisse. Da die Ereignisse disjunkt sind, können wir die auf dem Zahlenstrahl einfach so nebeneinander setzen. Solche Bilder haben Sie vielleicht in der Schule oder wo schon mal gesehen, weiß ich nicht. Die erste Hälfte ist das Ereignis, dass Job 1 Dauer 1 hat. So ist die Betonung. Die zweite Hälfte ist das Ereignis, dass Job 1 Dauer 2 hat. Ja, sehen Sie hier, Job 1 Dauer 2. Und jedes dieser beiden Ereignisse wird nochmal aufgeteilt in das Ereignis, das noch zusätzlich Job 2 Dauer 1 hat, beziehungsweise Dauer 2 hat. Und hier auch, dass Job 2 Dauer 1 hat und Job 2 Dauer 2 hat. Können Sie einfach so abtragen. Wir hatten gesagt, in 80% der Fälle, wo Job 1 Dauer 1 hat, hat auch Job 2 Dauer 1. Das sind dann diese vier Zähler, diese vier Zehntel hier. Und die restlichen 20% sind das dieses Zehntel hier. Hier war es so, in 60% der Fälle, wo Job 1 Dauer 2 hat, hat auch Job 2 Dauer 2. Das sind diese drei Zehntel. Und diese zwei Zehntel ist das komplementäre bedingte Ereignis, dass zwar Job 1 Dauer 2 hat, aber Job 2 nicht Dauer 2 hat. Und das kann man auch natürlich berechnen.
mit durch eine einfache Anwendung von einem Satz von Bayes, der Ihnen bekannt ist, oder? Der Name ist Ihnen bekannt, oder? Nicht. Gut, die Formel von Bayes oder Satz von Bayes ist Ihnen auch bekannt, ist einfach hier nur umgestellt. Also normalerweise hat man ja linkerseits die bedingte Wahrscheinlichkeit einfach umgestellt nach dem Ausdruck, der dann auf der rechten Seite im Zähler steht, jeweils. Und dann bekommt man diese Werte heraus, die hier abgetragen sind auf dieser Skala. So, sollte eigentlich für Sie alles alte Hüte sein hier an dieser Stelle. Gut, nochmal fürs Protokoll. Was ist jetzt das, wenn wir wieder diesen Fehler machen und die Zufallsverteilungen ersetzen durch ihre Erwartungswerte? Der Erwartungswert für jeden der beiden Jobs ist 1,5. Beide Jobs stehen nicht in irgendeiner Abhängigkeit zueinander durch Reihenfolgebeziehungen oder Ressourcenbeschränkungen, können beide zum Zeitpunkt 0 starten. Das heißt also, zwei Jobs, die zum Zeitpunkt 0 starten und beide Dauer 1,5 haben, der Maxspan ist 1,5. Wenn wir wieder diesen Fehler machen, mit Erwartungswerten deterministisch zu rechnen. So, jetzt gehen wir noch weiter. Jetzt machen wir den zweiten Fehler. Also jetzt machen wir diesen ersten Fehler mit den Erwartungswerten nicht. Aber wir machen stattdessen diesen zweiten Fehler, dass wir von Unabhängigkeit der Dauern ausgehen, obwohl wir die Dauern ja gerade als nicht unabhängig definiert haben. So. Gehen wir vielleicht erstmal zu diesem Spiegelstrich hin. Und zur Unterscheidung definiere ich jetzt zwei Zufallsgrößen mit dem Index IND für Int, Independent jeweils. Also zwei Zufallsgrößen, die so den Fall simulieren, dass diese beiden Jobs nicht positiv korreliert sind, sondern unabhängig sind. Wie sieht das aus? Naja, für den ersten Job wissen wir schon, was die Dauern sind, nämlich 50-50. So hatten wir es ja gerade definiert. Dass der erste Job Dauer 1 hat oder Dauer 2 hat, ist jeweils 0,5 Wahrscheinlichkeit. Beim Job 2 hatten wir zunächst einmal noch gar keine Gesamtrandwahrscheinlichkeiten berechnet. Das müssen wir jetzt nachholen und dann so tun, als ob diese Randwahrscheinlichkeiten von Job 1 und von Job 2, diese Randverteilungen, unabhängig voneinander wären. Was ist denn die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass Job 2 Dauer 1 hat? Naja, dann betrachten wir die beiden Fälle. Die Wahrscheinlichkeit, dass wieder nach dem Satz von Bayes wieder umgestellt, die beiden Fälle, einerseits, dass der Job 1 Dauer 1 hat und andererseits, dass der Job 1 Dauer 2 hat, kriegen dann die entsprechenden Zahlen raus aus dem, was wir bisher auf den vorhergehenden Folien gesagt haben. Will ich jetzt nicht wiederholen. Diese Zahlen kommen einfach raus. Bis jetzt hat noch keiner einen Fehler gefunden. Und wir bekommen insgesamt eine Gesamtwahrscheinlichkeit dafür, dass der Job 2 Dauer 1 hat, von 0,6. Das können wir aber auch hier ablesen, nicht? Wir haben einerseits hier das Teilereignis, dass der Job 2 Dauer 2... Moment, welche Dauer ist jetzt gefragt? Dass der Job 2 Dauer 1 hat, Entschuldigung. Wir haben hier einen Bereich, diese 4 Zehntel sind ein Bereich, in dem der Job 2 Dauer 1 hat. Und diese 2 Zehntel sind der andere Bereich, wo der Job 2 Dauer 1 hat. Beide 4 Zehntel plus 2 Zehntel ergibt 6 Zehntel, genau diese 6 Zehntel. Und Sie sehen, genau das habe ich hier multipliziert. Die linke Intervalllänge, davon 80%, die rechte Intervalllänge, davon 40%, ergibt genau das. Ich habe hier in der Formel genau das berechnet, was ich hier eben so zusammengezählt habe. So, dann nehmen wir jetzt den Fall an, dass die Wahrscheinlichkeit für den Job 1, dass er Dauer 1 hat, 50% ist und diese 60% beim Job 2 für Dauer 1, dass die unabhängig voneinander sind, und gucken uns jetzt an,
Was kommt denn da jetzt raus? Moment. Was kommt denn da? Was hier steht, ist das Ereignis, dass beide Jobs Dauer 1 haben. Das ist zugleich das Ereignis, dass der Maxspan Dauer 1 hat, ist. Dass der Maxspan Länge 1 ist. Ja, genau dann, wenn beide Jobs Dauer 1 haben, ist der Maxspan, hat der Maxspan Länge 1. So, hier kommt jetzt die Unabhängigkeit ins Spiel, was ich gesagt habe. Bei unabhängigen Zufallsgrößen dürfen Sie multiplizieren. Sie dürfen aus diesem und innerhalb der Klammer einmal außerhalb der Klammer machen. Das ist die Unabhängigkeit, die Ihnen das erlaubt. Und jetzt können wir einfach diese Wahrscheinlichkeiten, die wir hier schon berechnet hatten, einsetzen und kriegen raus mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Wenn die Zufallsgrößen unabhängig wären, dann würde mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit der Maxspan 1 sein. Dementsprechend mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit wäre der Maxspan 2. So, und jetzt legen wir die übliche Formel an für Berechnung des Erwartungswertes. Die Länge 1 mit dieser Wahrscheinlichkeit, dass beide Jobs Länge 1 haben. Die Länge 2 eben mit der komplementären Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer der beiden Jobs Länge 2 hat. Können hier bei 1 die 30% einsetzen, bei 2 dann das Komplement, das doch Wahrscheinlichkeit, Komplement im Sinne der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die 0,7, und kriegen als Gesamtrechnung einen anderen Wert wieder raus, 1,7. Also beim ersten Fehler, den wir gemacht haben, Erwartungswerte zu nehmen, als deterministische Größen kam 1,5 raus. Jetzt, wo wir den ersten Fehler nicht gemacht haben, aber den zweiten Fehler, kommt 1,7 raus. Gucken wir noch uns, bevor wir jetzt zu dem eigentlichen Modell kommen, wie wir es uns betrachtet haben, nochmal kurz die beiden Extremfälle an. Maximale positive Korrelation, maximale negative Korrelation. Nehmen wir mal an, die beiden Jobs wären maximal positiv korreliert. Was heißt das? Also der Korrelationskoeffizient ist dann genau plus 1. Und das heißt, genau dann, wenn Job 1 Dauer 1 hat, genau dann hat Job 2 Dauer 1. Und genau dann, wenn Job 1 Dauer 2 hat, genau dann hat Job 2 Dauer 2. Und das heißt, wir kriegen zwei Ereignisse raus. Ein Ereignis ist, beide Jobs haben Dauer 1. Das andere Ereignis ist, beide Jobs haben Dauer 2. Mit derselben Wahrscheinlichkeit. Wir kommen wieder auf unsere 1,5 wie in unserer ersten falschen Betrachtung. Jetzt, das war eben maximale positive Korrelation, Korrelationskoeffizient plus 1, maximale negative Korrelation, vielleicht noch maximal, das heißt, der Korrelationskoeffizient ist minus 1. Was ist das für ein Ereignis? Also, nein, Entschuldigung. Was heißt das ganz konkret? Das heißt ganz konkret, wenn der eine Job Dauer 1 hat, hat der andere Job Dauer 2. Es hat also immer mindestens einer der beiden Jobs Dauer 2. Und wenn immer mindestens einer der beiden Jobs Dauer 2 heißt, heißt das, dass der Maxspan nie 1 sein kann. Er muss immer in jedem Fall 2 sein. Und wenn der Maxspan in jedem Fall 2 ist, wenn wir eine konstante Zufallsgröße haben, ist natürlich der Erwartungswert auch 2. So, jetzt haben wir alle möglichen Unfugfälle durchgeext. Jetzt gucken wir uns endlich an die Korrelation, die wir in unserem Beispiel konstruiert haben. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Maxspan 1 ist, also das Ereignis, dass der Maxspan 1 ist, ist weiterhin das Ereignis, dass beide Jobs Dauer 1 haben. Eben hier ausgedrückt, und wir können es nochmal vielleicht von hier ansehen, nochmal ablesen. Das ist dieses Ereignis hier mit diesen 4/10. Es kommt eben, diese 4/10 kommen hier raus. Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer der beiden Jobs Dauer 2 hat, ist dementsprechend 60%.
Und dann setzen wir das wieder in unsere Formel für den Erwartungswert ein und für die 1 und für die 2 und kriegen insgesamt 1,6 heraus. Also Sie sehen, das variiert munter hin und her. Jetzt in diesem Beispiel in einer relativ kleinen Größenordnung, nicht so krass wie bei unserem ersten Beispiel, aber man könnte natürlich da durchaus dran an den Beispielen ein bisschen drehen und wenden, sodass die Unterschiede deutlich größer werden, aber zunächst mal sehen Sie, diese Unterschiede sind da, sie sind nicht akademisch. So, leider ist es so, dass man typischerweise sowohl in der Theorie als auch in der Praxis typischerweise von vornherein ausgeht, dass die stochastischen Werte, die Zufallsgrößen unabhängig voneinander sind. Denken Sie an solche Dinge, die Sie gesehen haben, Gesetz der großen Zahlen, zentraler Grenzwertsatz und ähnliches. Da geht man immer schon von vornherein aus von Unabhängigkeit, weil man Abhängigkeiten überhaupt nicht behandeln kann, so ohne weiteres. Und der Grund, warum man die nicht behandeln kann, ist schlicht und einfach eben, dass man nicht einfach aufdröseln kann, ein Und in der Klammer ersetzen kann durch ein Mal außerhalb der Klammer. Dass man das nicht kann. Das ist der Grund, warum der Fall viel, viel besser mathematisch handhabbar ist. Und es gibt schon eine ganze Menge Arbeiten, aber irgendwie nicht so richtig gut. Man kann versuchen, es gibt Versuche, dass man wenigstens Abschätzungen bekommt, nach oben und nach unten, wie im abhängigen Fall sich das alles jetzt verhält. Aber irgendwie, nach meinem Wissen, ist da nie der große Durchbruch erzielt worden, dass das Ganze jetzt wirklich für die Praxis handhabbar ist. Also für manche Fälle in der Praxis mag es handhabbar sein, aber im Allgemeinen meines Wissens nicht. Und ich denke, ich müsste es wissen, wenn da ein Durchbruch jemals erzielt worden wäre. Also wieder ein Beispiel, dass algorithmische Modellierung nicht nur einfach ein positives Thema ist, sondern dass man es auch kritisch betrachten muss. So, damit bin ich durch. Wir hatten verschiedene Variationen jetzt gesehen, wie wir die Dauern der Jobs variiert haben. Wir haben den Time-Cost-Trade-Off-Fall gesehen, wo man mehr Budget in einen Job reinstecken kann, und so dass dieser Job dann kürzer dauert. Wir haben auch einfachere Fälle ganz am Anfang gesehen, dass man einen Job auf verschiedene Maschinen laufen lassen kann und je nach Maschine, die man wählt, ist er mal schneller, mal langsamer und so weiter. Ich möchte an dieser Stelle dann hier beenden. Also nochmal die Arbeitsteilung in meinen Lehrveranstaltungen. Hier geht es nur um algorithmische, um Modellierungsfragen in dieser Veranstaltung. Um algorithmische Lösungen, wie man Probleme jetzt lösen kann, darum geht es im Wintersemester in der Veranstaltung Optimierungsalgorithmen. Es kann sein, dass man sich ein bisschen manchmal an manchen Stellen hier, dass die Erwartung ein bisschen enttäuscht ist, dass man sich die Frage stellt, ja, wie geht es denn jetzt hier weiter? Aber wie gesagt, das ist diese Zweiteilung, wie man es modelliert und wie man es nicht modellieren sollte, ist Thema der algorithmischen Modellierung, wie man es dann lösen kann, wenn man es korrekt modelliert hat, wenn man aber noch immer ein schweres Problem hat. Das ist dann Thema der Optimierungsalgorithmen. Und wenn man am Ende zu einem leichten Problem kommt, typischerweise ein Netzwerkproblem, ein Graphenproblem, das ist dann Thema einer anderen Lehrveranstaltung von mir im Wintersemester, die effizienten Graphenalgorithmen. Das ist die Aufteilung des Stoffes. Das ist der Preis dafür, dass die Lehrveranstaltungen nicht aufeinander aufbauen. Ich hätte natürlich alles in jedem Semester, in jeder Lehrveranstaltung ineinander verwurschteln können. Dann wäre irgendwie was rausgekommen wie Algorithmen 1, 2, 3. Man hört erst 1, dann 2, dann 3. Ich habe das so gebaut, mit dem Ergebnis, dass man jede dieser Veranstaltungen hören kann, ohne eine der anderen Veranstaltungen zu hören. Sie sind aber natürlich herzlich eingeladen, auch die anderen Veranstaltungen zu hören. Und
wenn ich schon mal dabei bin, Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen zum Praktikum Algorithmen, aus dem wir regelmäßig unsere studentischen Hilfskräfte und dann auch unsere Doktoranden in unserer Arbeitsgruppe, in unserer Forschung rekrutieren. Und Sie sind auch herzlich eingeladen, darüber nachzudenken, egal ob Sie Informatik oder ein anderes Fach studieren, das wird sich schon regeln lassen, auch nachzudenken über eine Abschlussarbeit bei uns. Wir haben viel, denke ich, viele Möglichkeiten zu bieten, theoretisch oder praktisch bei uns eine Abschlussarbeit zu machen. Die meisten Leute wollen gerne vor allem Softwareentwicklung in der Abschlussarbeit machen, das ist okay, aber wenn jemand, selbstverständlich okay, da haben wir auch viele, viele Themen, die wir gerne vergeben möchten, immer wieder. Aber wenn jemand eher theoretisch arbeiten will, eher mathematisch arbeiten, auch da gibt es immer wieder Leute, die das gerne machen wollen. Und da lässt sich auch immer ein Thema definieren. So, also das sind die Dauern. Jetzt die Reihenfolgebeziehungen. Reihenfolgebeziehung hieß ja prinzipiell, also zwei Jobs stehen in Reihenfolgebeziehungen, bedeutet, der erste Job muss beendet sein und dann darf der zweite Job, genau an diesem Moment, darf der zweite Job beginnen oder er darf eben später beginnen. Erstmal eine einfache Sache, eben nicht nur, dass der zweite Job wartet, bis der erste Job vollständig bearbeitet ist, sondern dass es noch eine Verzögerungszeit, eine Wartezeit gibt, die hier mit, ich weiß nicht wieso, mit klein e abkürze. Achso, wegen Elapsed Time natürlich. Ich hatte jetzt die ganze Zeit Waiting Time im Hinterkopf. Ich weiß nicht, was jetzt der sinnvollere Begriff ist. Dass noch zusätzlich, also nach dem Ende des ersten Jobs, noch eine gewisse Wartezeit sein muss, bevor der zweite Job beginnt. Habe ich Beispiele genannt? Nee. Doch, hier habe ich ein Beispiel genannt. Zum Beispiel, wenn ein Job darin besteht, dass Sie irgendwas malern oder färben oder wie auch immer solche Arbeiten machen, dann muss es trocknen und erst dann kann das Werkstück oder die Wand, die gemalert worden ist oder was auch immer, nach dieser Wartezeit, nach dieser Trocknungszeit, erst dann darf dieses Stück natürlich erst weiter prozessiert werden. Oder denken Sie wieder Bauprojekt an Fußbodenbelege. Erst muss der Estrich gemacht werden und dann muss der, je nachdem, unter Umständen wochenlang erst aushärten, bevor dann die nächsten Schichten auf dem Boden dann gelegt werden dürfen. Sondern wenn Sie das vorher legen, dann gibt es Murks. Umgekehrt kann es auch maximale Verzögerungen geben, also wenn ein Job fertig ist und ein anderer Job damit dann starten darf, dass der nicht zu lange warten darf nach dem Ende des ersten Jobs, dass er nur entweder hier mit Wert 0 sofort nach dem ersten Job startet, der zweite Job, oder bis höchstens zu diesem vorgegebenen Wert darf der zweite Job verzögert werden. So, das ist zwingend notwendig. Beispielsweise hier, ich glaube, ich hatte schon mal das Beispiel mit Auftragsplanung in Stahlwerken. Das Beispiel ist hier raus auch entnommen. Ja, Sie haben ein Werkstück, das Sie in Hitze bearbeiten müssen, weil es dann also so weit aufgeheizt, dass es formbar ist durch Ihre Werkzeuge oder durch Ihre Maschine. Das heißt also, Sie haben einen Job, der das Werkstück aufheizt, so auf die Temperatur, die notwendig ist, oder sogar ein bisschen höher natürlich als die Temperatur, die unbedingt notwendig ist. Und wenn wir jetzt einen anderen Job haben, der dieses Werkstück eben in diesem heißen Zustand bearbeiten muss, dann darf er natürlich nicht allzu lange warten, weil sonst in der Zwischenzeit dieses Werkstück wieder auskühlt. So, wie gehen wir damit um? Das ist interessanterweise und praktischerweise eine einfache und sehr gut auch algorithmisch handhabbare
Verallgemeinerung von unseren Reihenfolgebeziehungen. Wir gucken uns jetzt hier nur die deterministische Dauern an wieder. Ja? Also ich möchte gerne jeden Aspekt für sich hier betrachten. Es macht keinen Sinn, hier jeweils die einzelnen Aspekte, die wir hier betrachtet haben, miteinander zu vermischen. So, wir haben jetzt keine reinen Reihenfolgebeziehungen mehr. Ja, das war bisher unser Modell, Reihenfolgebeziehungen. Stattdessen haben wir numerische Werte für Paare von Jobs. Delay Values, Verzögerungswerte, die ich in Anlehnung an die Literatur, wo ich mich bedient habe, mit Großdelta bezeichne. Was bedeutet dieses Großdelta oder in welcher Form ist dieses Großdelta eine Vorgabe an jeden Algorithmus zur Berechnung eines Schedules, einer Lösung? Die Vorgabe ist, ein zulässiger Schedule muss diese Vorgabe einhalten, dass der Unterschied zwischen der Startzeit von Job I und der Startzeit von Job K mindestens so viel sein muss. Mindestens dieser Wert. Ich habe mich hier in der Literatur gehalten, wie das definiert ist. Man hätte es auch mehr in Anlehnung an die Reihenfolgebeziehungen definieren können, dass man sagt, man setzt jetzt nicht die beiden Startzeiten dieser beiden Jobs in Beziehung zueinander, sondern die Endzeit des ersten Jobs mit der Startzeit des zweiten Jobs in Beziehung. Das würde unmittelbar die Reihenfolgebeziehungen verallgemeinern, weil Reihenfolgebeziehungen heißt, es muss mindestens null Zeit vergehen, also keine negative Zeit, mindestens null Zeit vergehen vom Ende des ersten Jobs bis zum Anfang des zweiten Jobs. Und das würde sich natürlicherweise dann erweitern dazu, dass mindestens so und so viel Zeit vergehen muss vom Ende des ersten Jobs bis zum Anfang des nächsten Jobs. Aber das ist dadurch, dass die Jobs deterministische Dauern haben, ist das vollkommen egal, ja. Ob man jetzt hier, vielleicht mache ich das mal ganz kurz auf einem Blatt. So, ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, ob er mich sieht, ja. Ja, wenn ich sie zwei Jobs haben, die nacheinander sind mit festen Dauern, ja, ob sie die beiden Startzeiten in Beziehung zueinander setzen, dass sie sagen, die zweite Startzeit muss mindestens so und so viel gegenüber der ersten Startzeit sein, das, wie das Delta ja definiert ist, zwischen diesen beiden Jobs, was war das? Das war K, glaube ich, und das war I, also Delta KI, mindestens, das hier muss mindestens Delta KI sein, oder ob sie stattdessen beispielsweise das hier in Beziehung zueinander gesetzt hätten. Ähnlich wie bei Reihenfolgebeziehungen, das ist bei Deterministen Jobdauer natürlich Jacke wie Hose. Das unterscheidet sich immer um den Konstantensummanden, nämlich die Dauer dieses Jobs. Man könnte sogar noch weitergehen und sagen, man könnte theoretisch auch genauso gut die beiden Werte, die beiden Enden miteinander in Beziehung setzen oder diesen Anfang mit diesem Ende in Beziehung setzen. Das ist natürlich bei deterministischen Dauern alles vollkommen egal. Das eine lässt sich in das andere sofort umrechnen. So. Und wenn wir jetzt die normalen Reihenfolgebeziehungen hernehmen. Ich glaube, ich hatte schon mal was zum Wort ordinary im Englischen gesagt. Das ist nicht unbedingt so diese Konnotation, wie im Deutschen hat mit ordinär oder so in die Richtung, sondern eher wertneutral ist. Ja, also Begriffe wie ordinary car, das ist ein Auto, was eben kein Pickup, kein Truck, kein sowas ist, sondern ein ganz normaler PKW und so. Wenn Sie im Englischen sowas ausdrücken wollen in die Richtung ordinär, dann würden sie eher mean, M-E-A-N, sagen und nicht ordinary, nach meinem Sprachverständnis. So, und die ganz normalen Reihenfolgebeziehungen, die ergeben eben genau
diese Dauer, das können wir uns ja nochmal eben an dem Bild anschauen. Wenn diese Distanz hier genau gleich dieser Dauer ist, dann beginnt genau dieser Job nach diesem Job sofort. Das heißt, wenn der Delta-Wert genau diese Dauer ist, heißt es, hier zu diesem Zeitpunkt oder später darf dieser zweite Job beginnen. So. So, jetzt können wir in diesem vereinheitlichenden Rahmen, Unifying Framework, vereinheitlichenden Rahmen, können wir diese minimalen und maximalen Verzögerungszeiten gut ausdrücken. Also die minimale Verzögerungszeit ist natürlich erstmal überhaupt kein Problem. Vielleicht nochmal kurz im Bild eine neue Seite. Sie haben jetzt hier, na, wo ist er? Hat er? Da. Sie haben jetzt hier den einen Job, der wieder zuerst sein muss. Der hat natürlich eine Dauer. Und dann gibt es noch eine Zeit E, diese minimale Elapsed Time. Und erst danach darf der zweite Job beginnen. Und das ist genau dann dieses Delta. Sagt, mindestens so groß muss die Differenz zwischen der einen Startzeit und der anderen Startzeit sein. Achso, ja, das Zweite. Das Zweite ist ein bisschen komplizierter. Modellierung der maximalen Dauern. Warum ist das komplizierter? Weil es nicht ins Schema reinpasst. Ja, diese Delta-Werte hier, die sagen ja, mindestens so viel Zeiteinheiten muss vergangen sein von der einen Startzeit zu der anderen Startzeit. Und bei maximalen Delays hier haben wir nicht mindestens so viel Zeit muss vergangen sein, sondern höchstens so viel Zeit muss vergangen sein. Das passt zunächst einmal nicht in unser Modell hinein. Deshalb müssen wir uns hier, wie Sie sehen, einen abbrechen, dass wir es doch ins Modell hineinkriegen. Das sind keine Minuszeichen, sondern Spiegelstriche, bitte ich zu unterscheiden. So, was steht hier? Wie kann man sich das vorstellen? Also zunächst mal das Erste besagt wieder einfach, der zweite Job darf nicht beginnen, bevor der erste Job nicht zu Ende ist. Ja, Sie sind weiterhin in einer Reihenfolgebeziehung. Nur, dass noch eine zusätzlich als Bedingung hinzukommt, die Verzögerung zwischen dem Ende des einen Jobs und dem Anfang des anderen Jobs darf nicht zu groß sein. So, und Sie sehen schon, dass da schon eine ganz merkwürdige Sache passiert, dass wir plötzlich negative Delta-Werte haben. Kennen Sie das hier, was ich jetzt blau unterlegt habe? SIG-Ausrufezeichen? Das sieht man auch im Deutschen, nicht nur im Englischen. Das ist sozusagen ein, heutzutage würde man sagen, ein Eye-Catcher, ein Blickfang. Achtung, hier ist der entscheidende Punkt. Hier ist der interessante Punkt. Manchmal sieht man es auch im Fließtext, also dass in einem Satz, dass ein Satz geschrieben wird und wenn der Autor ein bestimmtes Wort herausheben will und sagen will, darum geht es mir jetzt hier, wegen dieses Wortes habe ich den Satz geschrieben, dann passiert es öfters mal, der Autor dann genauso in Klammern ein SIG-Ausrufezeichen hinter dieses Wort setzt, um anzudeuten, hier, um dieses Wort geht es mir in diesem Satz. Oder auch, wenn man jemand anders zitiert und da auf einen Fehler, auf einen
ja, auf einen Rechtschreibfehler oder irgendwas hinweisen will, dann zitiert man den Satz des anderen Autors mit dem Rechtschreibfehler und schreibt häufig hinter das Wort, in dem der Rechtschreibfehler begangen worden ist, ein SIG-Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen haben, aber Sie werden es bestimmt noch mal in Ihrem Leben sehen. So, wie kommen wir daran, dass wir maximale Verzögerung jetzt durch minimale Verzögerung ausdrücken können? So, versuchen wir es mal. Nochmal wieder eine neue Seite. So. Warten Sie mal, ich muss mal ganz kurz nochmal gucken. Die Verzögerung von I nach K. I ist der erste Job und K ist der zweite Job. Diese Verzögerung zwischen I und K, zwischen dem Ende von I und dem Anfang von K, der Unterschied dazwischen darf nicht größer als dieser Wert sein. So, jetzt versuche ich es mal. Beweg dich mal. So. Zwischen I und K. Also von I war es der erste Job und K ist der zweite Job. Jetzt mache ich das aber mal umgekehrt. Ich male K als erstes und dahinter I. Dann, wie mache ich denn das jetzt? Warten Sie mal. Also am Ende, warten Sie mal. Am Ende will ich dahin kommen, dass I vor K mit höchstens dieser Latenz L ist. So, höchstens. So, die Differenz zwischen den beiden darf von hier nach hier darf höchstens L sein. So, das ist hier und nee, warte, und hier. Mist. Jetzt ist irgendwie der Gedanke abhanden gekommen. Die Differenz von dem zu dem, von hier, genau, von hier zu dem. Ah, ich habe es letztes Jahr so gut hingekriegt, dass die Leute mich dafür noch gelobt haben. Mist, jetzt kriege ich es nicht hin. Mein Gedächtnis ist wirklich irgendwie ein bisschen zerstößelt. Oder der Koffeinpegel ist zu niedrig, weiß ich jetzt nicht. Da wollen wir hin. Na, komm. Dass I vor K ist und diese Dauer ist, dieser Differenz, diese Latenz ist höchstens L. Also kleiner gleich L, dieser Bereich. So. Wenn wir das so... KI... Ah, ist das jetzt peinlich, dass ich das jetzt nicht hinkriege. Wenn wir K und I so haben, dann ist die Latenz von Ende von I nach, von da nach da. Ich muss es mir zu Hause nochmal überlegen, es tut mir leid. An dieser Stelle kriege ich nicht zusammen jetzt momentan mehr, da verlässt mich mein Gedächtnis. Das muss ich dann beim nächsten Mal nachtragen. So. Gut.
Also nehmen Sie das erstmal hin, dass das jetzt irgendwelche auch sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung Delta-Werte ergibt. Einmal von I nach K, einmal von K nach I. Das ist das erste Jahr, seit vielen Jahren erzähle ich darüber, das erste Mal, wo ich jetzt plötzlich Funkstille im Gedächtnis habe. Na gut, werde ich nachtragen. So, mit diesen Delta-Werten, das ist eine Matrix, nicht? Wir haben einen Job an der ersten Position und einen Job an der zweiten Position. Das ist eine N-Kreuz-N-Matrix mit N an Gesamtzahl der Jobs. Und Sie, da kommen wir jetzt so an in die Nähe von solchen Themen wie kürzeste oder längste Pfade wieder hin. Sie erinnern sich, wir hatten Scheduling und längste Pfade schon vor vielen Wochen gehabt. Dort, wo es kein Wert spezifiziert ist, also wo es keinerlei Beziehungen zwischen I und J gibt, was wahrscheinlich bei den meisten Paaren von Jobs der Fall ist, da setzen wir minus unendlich. Warum setzen wir minus unendlich? Sie erinnern sich, es geht um Maximierung hier. Maximale Weglängen. Scheduling steht in Beziehung zu maximalen Weglängen. Und bei Maximierung ist minus unendlich das neutrale Element. So wie bei Addition die 0 das neutrale Element ist, bei Multiplikation ist die 1 das neutrale Element, bei Minimumsbildung ist plus unendlich das neutrale Element, bei Maximumsbildung ist minus unendlich das neutrale Element. Ja? 0 plus x gleich x, einmal x gleich x, Minimum von x und plus unendlich ist x und Maximum von x und minus unendlich ist x. Neutrales Element eben. So, wir wollen jetzt diese Startzeiten berechnen und wir setzen erst einmal ohne Einschränkung, wir sind noch frei, wir haben einen Freiheitsgrad, wenn wir die Startzeiten berechnen, nämlich wo im Zeithorizont wir den gesamten Schedule hinpacken. Setzen wir der Einfachheit halber erst einmal bis auf Weiteres die Startzeit von Job 1 auf 0. Da halten wir das fest. Und was wir jetzt hier wieder herausbekommen, wie vorher, ist, dass wir ein längstes Wegeproblem haben mit diesen Delta-Werten. Vielleicht das nochmal in einer Zeichnung. Wenn Sie zwei Jobs haben, die mit so einem Delta-Wert miteinander verbunden sind, dann besagt er ja, die Differenz ist mindestens diesem Delta-Wert zu diesem Job. Dann haben Sie noch vielleicht wieder einen Delta-Wert zu diesem Job, der eben auch minus unendlich sein kann. Und so weiter und so fort. Irgendein Delta-Wert zu diesem Job und so weiter. Und Sie haben nicht nur einen Pfad, sondern Sie haben potenziell viele Pfade von solchen Delta-Werten, so zum Beispiel und so zum Beispiel, ja, viele, viele Jobs, viele, viele Beziehungen dazwischen mit irgendwelchen Delta-Werten da drauf. Und dieser Job darf erst, der Unterschied zwischen der Startzeit und dieser beiden Jobs ist, mindestens dieses Delta plus dieses Delta plus dieses Delta. An dieser Stelle sehen Sie, wie sinnvoll es ist, die Startzeiten in Beziehung zu setzen, weil wir nämlich jetzt an dieser Stelle die Dauern gar nicht berücksichtigen müssen. Wenn wir nur die Startzeiten gucken, dann ist uns egal, wie lange der Job da dauert. Die Differenz der beiden Startzeiten jeweils muss mindestens diesem jeweiligen Delta-Wert sein. Das heißt also, dieser Job darf erst starten, diese Delta-Summe nach diesem Job, aber auch genauso gut erst diese Delta-Summe nach diesem Job und genauso gut erst diese Delta-Summe nach diesem Job. Längstes Wegeproblem. Also die Differenz zwischen diesen beiden Startzeiten muss
mindestens so lang sein, wie der längste Weg in Delta-Werten hier ist und darf dann auch zu diesem Zeitpunkt starten, weil es spricht nichts dagegen, dass er dann startet. Sie sehen dann auch, jetzt könnte man sich die Frage stellen, kann es da Inkonsistenzen geben in Form, ich mache mal das hier hin, in Form eines Zykels. Kann ja passieren. In dem Fall, wenn Sie so einen Zykel haben, wo die Gesamtlänge größer 0 ist, in dem Fall gibt es kein Schedule, weil diese Reihenfolgebeziehung, diese verallgemeinerten Reihenfolgebeziehungen ist ein Schedule unmöglich machen. Ja? Der Job muss so und so viele Einheiten nach dem starten, frühestens der frühestens und so viele Einheiten nach dem und so weiter und so fort bis zu dem. Das heißt, der muss, wenn die Gesamtlänge in Delta-Werten von dem Zykel größer 0 ist, dann muss der eine positive Anzahl von Zeiteinheiten vor sich selber starten. Geht natürlich nicht. So, und dann, jetzt haben Sie die Startzeit von einem Job erstmal auf 0 gesetzt. Und dann können Sie, ist aber egal, dann können Sie hinterher gucken, was ist die echte Startzeit, die absolute Startzeit vom Projektstart aus gesehen, ist einfach die Startzeit, die Sie so berechnet haben, minus der ersten Startzeit, die überhaupt vorkommt, und das Ganze plus Projektstart. Und dann ist das das Ergebnis ist der Startzeitpunkt von Job E relativ zum Projektstart. Ups, halt, ich bin nicht im Vollbildmodus. So, die letzte, ich denke auch noch ganz interessante Variation sind Ressourcenbeschränkungen. Wir hatten bisher nur den Fall betrachtet, dass eine Ressource über den gesamten Planungshorizont immer gleich ist, gleich viel Kapazität hat. Also vom Projektstart bis zum Projektende haben wir genau 3 Kräne oder so etwas. Und wir haben auch bisher nur den Fall betrachtet, dass der Bedarf eines Jobs an einer Ressource, also das, was dieser Job konsumiert, über seine Gesamtdauer hinweg, während der Job andauert, immer der Bedarf immer konstant ist. Typischerweise ist es natürlich so, Sie haben, wenn Sie wieder ein Bauprojekt denken, Sie haben einen Haufen Jobs, manche Jobs brauchen einen Kran, andere Jobs brauchen Elektriker oder Klempner, andere Jobs brauchen LKWs, keine Ahnung was. Aber typischerweise wird jeder dieser Jobs auch nur bestimmte, wenige ausgewählte Ressourcen benötigen. Das heißt also, in den meisten Paarungen eines Jobs und einer Ressource bekommen Sie einen Wert 0 als den Bedarf. Das ist ja ein Job, der Klempner benötigt, wird typischerweise keine Kräne benötigen oder so etwas. So, wie kann man Kapazitäten von Ressourcen, wie kann man das hinschreiben, dass die Kapazitäten als mathematische Formel, dass die Kapazitäten nicht überbenutzt werden zu keinem Zeitpunkt. Das bedeutet zu einem Zeitpunkt klein t, dass die Kapazitäten nicht überbenutzt werden, dass also keine Kapazität überschritten wird, dass keine Ressource übernutzt wird. Da nehmen wir uns alle Jobs her, die zum Zeitpunkt T laufen, das heißt, wo der Startzeitpunkt vor T oder gleich T ist und wo der Endzeitpunkt auch nach T oder gleich T ist, deren Bedarfe an der Ressource summieren wir auf, und das darf nicht größer als die Kapazität sein. Also nichts Großartiges zu sagen. Beachten Sie, dass das keine lineare Bedingung ist.
Leider. Wäre schön, wenn es eine ist, wäre es besser handhabbar. Aber es ist keine lineare Bedingung, denn hier haben Sie eine Variable, TE, an einer Stelle, wo in linearen Bedingungen keine Variable hingehört. Nämlich in der Indizierung, in der Beschreibung der Menge, über die die Summation läuft. Da darf in linearen Bedingungen keine Variable sein. So, wie können wir jetzt nicht konstante Bedarfe modellieren? Es geht jetzt darum, nicht konstante Bedarfe zurück zu reduzieren auf konstante Bedarfe. Also das heißt, der Bedarf, den eine Job I an einer Ressource K hat, ist nicht notwendigerweise während der gesamten Abarbeitung des Jobs eine Konstante, sondern kann durchaus währenddessen variieren. Aber egal, wann er stattfindet, wann der Job stattfindet, es ist immer dieselbe Abfolge von Bedarfen. Zum Beispiel hier, typischer Fall nicht nur im Baubetrieb, sondern auch anderswo, nicht nur im Bauingenieurwesen, sondern auch anderswo. Sie haben einen Job abzuarbeiten, Sie brauchen an einer Ressource, wie zum Beispiel Arbeitern, brauchen Sie am Anfang eine ganze Menge Leute zum Aufbau, Sie brauchen am Ende eine ganze Menge Leute, vielleicht weniger Leute, weil typischerweise Destruktion schneller geht als Konstruktion, brauchen Sie weniger Leute zum Abbau und zwischendurch brauchen Sie nur eine kleine Anzahl von Leuten zum Betrieb. Wie können wir so etwas modellieren? Ganz einfach, wir zerlegen diesen Job in drei einzelne Jobs und sorgen jetzt dafür, dass diese drei einzelnen Jobs garantiert als eine Einheit ausgeführt werden. Und dazu benutzen wir genau diese Delta-Werte, die wir eben eingeführt haben. Also, wenn wir wollen, dass wir zerlegen diesen Job, den Sie eben gesehen haben, der drei verschiedene Bedarfshöhen an derselben Ressource hat in der Zeit, zerlegen wir in drei Jobs. Ich male mal das so programmatisch, dass der zweite Job dann wie im Bild diese Dauer 3 hat und dann noch ein dritter Job. Dieser Job steckt in irgendwelchen Reihenfolgebeziehungen drin, irgendwelche anderen Jobs müssen vorher fertig sein, irgendwelche anderen, noch andere Jobs dürfen erst später beginnen. Die Reihenfolgebeziehungen, also wo andere Jobs vorher fertig sein müssen, die packen wir an den ersten Job ran. Ja, also irgendwelche anderen Jobs müssen vor dem ursprünglichen Jobs fertig sein, müssen jetzt vor dem ersten in dieser Kette fertig sein und irgendwelche Jobs, die auf diesen Job warten müssen, die hängen wir dann als Reihenfolgebeziehungen an den letzten Job in dieser Reihe hin. So, und wenn das nur reine Reihenfolgebeziehungen hier wären, wie bisher, dann könnten wir nicht verhindern, dass diese drei Jobs beliebig in der Zeit auseinandergezerrt werden. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Das ist ein Job immer noch. Das ist ein Job, der in 5 Zeileneinheiten hintereinander weglaufen soll. Das ist aber mit unseren Delta-Werten überhaupt kein Problem mehr, denn wir können mit unseren Delta-Werten minimalen und maximalen Delay zwischen Startzeiten ausdrücken. Und wenn wir sagen, der minimale und maximale Delay zwischen diesen beiden Startzeiten ist gerade die Dauer von dem Job und der minimale maximale Delay von diesen beiden Startzeiten ist gerade die Dauer dieses Jobs hier, dann haben wir sie automatisch, wenn ich das mal so nochmal visualisieren darf, haben wir sie automatisch aneinander geflanscht. Es ist völlig unmöglich, dass diese Jobs nicht unmittelbar als Einheit mit 5 Zeiteinheiten
durchgeführt werden. Ja, genau das, was wir eben diese Delta-Werte eingeführt haben mit den minimalen, maximalen Delays, wo ich das mit dem maximalen Delay, wie das genau funktioniert, dann nochmal beim nächsten Mal nachtragen muss. So, das ist das. Das ist die Reduktion, von der ich eben gesprochen habe. Wir brechen diesen Job nieder. Nieder in Teiljobs, also das Intervall. Hier, dieses Gesamtintervall, brechen wir nieder in Teilintervalle, sodass immer konstanter Bedarf besteht. Entsprechend brechen wir den Job nieder in Subjobs, in Teiljobs. Und geben denen am besten neue IDs, damit wir da nicht mit der alten ID dieses Job in Konfusion kommen. Und jeder von denen hat dann einen konstanten Bedarf innerhalb von seiner Ausführung. Und hier ist das, was ich eben gesagt hatte mit den Delta-Werten. Und was ich eben an der Zeichnung gemacht habe, brauche ich jetzt hier nicht weiter durchzugehen, denke ich. Hier ist nochmal aufgeführt, wie diese Delta-Werte, aus irgendwelchen Gründen sind das jetzt Groß Ds statt Deltas, naja, es sind weiterhin diese Delta-Werte. Und damit ist gesorgt, dass jeder Job unmittelbar, hier, immediately, das wäre ein Beispiel, wo man vielleicht in Klammern hinterher sick Ausrufezeichen schreiben würde, auch unmittelbar nach der Beendigung des vorhergehenden Jobs. So, vielleicht nur ganz kurz noch, nicht konstante Kapazitäten. Also jetzt haben wir gesehen, der Bedarf eines Jobs, wie wir das, der mag natürlich in der Zeit variieren während der Ausführungszeit, wie wir das zurückgeführt haben auf den Fall, dass ein Job konstanten Bedarf in seiner Ausführungszeit hat. Dasselbe nochmal mit den Kapazitäten, dass auch die Kapazität einer Ressource nicht unbedingt eine Konstante ist im Planungshorizont, sondern durchaus variieren kann. Und hier ist ein Beispiel, dass Sie als Projektleiter immer um Ihre Leute kämpfen müssen, aber nicht immer diesen Kampf gewinnen. Die anderen Projekte sind schon fest geplant. Ihres ist erst das letzte, was reingeschoben wird. Und das heißt, die Anzahl der Leute, die sie zur Verfügung haben, kann durchaus variieren. Auch insbesondere die Anzahl der Spezialisten für die eine oder andere Aufgabe. So, ich will da jetzt nicht weiter einsteigen an dieser Stelle, sondern das ist die allerletzte Aufgabe in der Gesamtmenge der Übungsblätter, der Übungsaufgaben. Das ist die Aufgabe auf Übungsblatt 5, die Aufgabe Nummer 3. Und damit haben Sie alle zu allen Aufgaben auf den Übungsblättern alles Notwendige hier in der Vorlesung gesehen. Ein guter Schlusspunkt auch im Hinblick auf die Zeit für die Vorlesung. Bitte noch eine Frage? Selbstverständlich, dürfen Sie eine Frage stellen? Ja? Sie wollen die minimale Zeitspanne so modellieren, dadurch modellieren, dass die Zeitspanne selbst ein Job ist? Ja, können Sie machen. Ein Job mit dieser speziellen Dauer und keinerlei Ressourcenbeschränkung. Ja, können Sie so machen. Dafür brauchen Sie die Delta-Werte nicht, haben Sie recht. Die Delta-Werte brauchen wir dann eher dafür, dass wir dann auch mit den maximalen Sachen umgehen können. Das verstehe ich nicht. Eine maximale Verzögerung. Wie wollen Sie das in das bisherige Modell, dass die Jobs zu einem gehen, ja? Aber das heißt ja, die Verzögerung wäre null. Aber maximale Verzögerung kann ja auch mehr als null sein. Das ist nicht mehr dasselbe. Das habe ich
Das habe ich nicht verstanden. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie schreiben mir das nochmal per E-Mail. Schriftlich. Wäre das okay? Weiß ich nicht, ob das eine gute. Was meinen Sie, in welchem Sinne ist es keine gute Lösung, was Ihnen da vorschwebt? Also Sie meinen, dass man. Also damit haben Sie das Modell doch verfälscht. Also Sie haben nicht mehr dieselbe Situation, wenn Sie so vorgehen. Sie sind noch zulässige Lösungen, aber sind nicht mehr unbedingt die besten Lösungen. Ja gut, aber das ist natürlich klar. Wenn man den Anspruch aufgibt, dass die Modellierung wirklich identisch ist, also unverfälscht ist, dann kann man natürlich sich beliebig das Leben einfacher machen. Gut, verbleiben wir so. Schönes Wort zum Sonntag oder jetzt zum Freitag, dass wir an dieser Stelle jetzt die Vorlesung beenden, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag und ein schönes Wochenende.